Alles stand auf Messers Schneide. Nichts blieb, wie es war. Mutige Taten, fatale Irrtümer und geniale Entscheidungen änderten den Lauf der Weltgeschichte. An einem einzigen Tag, dem Tag X. Bürger, holt euch das Pulver und dann marschieren wir gemeinsam zur Bastille. Los, wir gehen. Am 14. Juli 1789 wird die Bastille, das Gefängnis des Königs, zum Brennpunkt der Weltgeschichte. Das Volk von Paris fordert die Übergabe des verhassten Kerkers, das Symbol der Despotie. An diesem Tag liegt alles in den Händen eines Mannes. Ihre Befehle? Soll Delaunay, der Kommandant der Bastille, die Tore öffnen oder die Festung um jeden Preis halten? Als Mann ohne militärische Erfahrung ist Delaunay der Situation nicht gewachsen. Schießen Sie. Schweizer Gardisten verstärken die Besatzung der Bastille. Unter der Führung des königstreuen Offiziers Ludwig von Flüe. Am 14. Juli wird der Krieg gegen das Volk von Paris eröffnet. Im Kugelhagel bleiben 98 Tote liegen. Trotzdem geben die Belagerer nicht auf. Das ist ja eine Revolte! Ludwig der 16. begreift zu spät, dass dieser Tag das Ende der Monarchie einleiten wird. Das Volk fordert Freiheit. Der Sturm auf die Bastille wird die Welt verändern. Alles steht auf Messers Schneide. Delaunay droht, die Bastille in die Luft zu sprengen. Der 14. Juli wird als Beginn der Französischen Revolution in die Geschichte eingehen. Beim Sturm auf die Bastille war sie dabei. Marie Charpentier erzählt nach Augenzeugenberichten von dem Tag, an dem ein neues Zeitalter begann. Im Tableau des Vainqueurs, der Liste der Sieger der Bastille, wurde sie als einzige Frau unter 954 Männern für ihre Tapferkeit am 14. Juli geehrt. Die Wäscherin Marie Charpentier. Schon seit Tagen war Paris in Aufruhr. Die Stimmung gärte. Auch in dieser Nacht kam die Stadt nicht zur Ruhe. Tausende waren auf den Beinen. Ganz Paris stand in diesen Tagen hinter der Nationalversammlung. Sie forderte die Beteiligung des Volkes an der Macht. Wir hatten eine Bürgerwehr gebildet. Denn der König drohte mit dem Einmarsch seiner Truppen. Er wollte uns mit Blut und Tod wieder zu Sklaven machen. 13.000 Mann waren bereit, Paris mit ihrem Leben zu verteidigen. Aber wir hatten nicht genug Gewehre. Jeder war aufgefordert, seine Waffen der Bürgerwehr zur Verfügung zu stellen. Doch nicht alle folgten diesem Aufruf. Unsere selbsternannte Stadtregierung, das Volkskomitee, hatte uns beauftragt, notfalls Waffen zu konfiszieren. Im Namen des Volkskomitees, Waffen für die Bürger! Als das Volk in die Waffenläden eindrang, so ein Beobachter, hatte es den Rubikon überschritten. Sieg oder Galgen musste jetzt seine Parole sein. In den Tagen vor dem 14. Juli 1789 steigt die Unruhe unter der Pariser Bevölkerung. Besonders im Palais Royal, dem Zentrum der politischen Agitation, sind die Gemüter sehr erregt. Die Leute versammeln sich dort, vor allem in den Cafés, wo man die Zeitungen liest und die Neuigkeiten kommentiert.
Die Polizei hat keinen Zutritt, da das Palais Royal ein Privatgelände ist. Die Nachricht von der Entlassung des Finanzministers Necker schlägt dort wie eine Bombe ein. La nouvelle du renvoi de Necker va être comme une sorte de bombe. Das Palais Royal. Hier nimmt am 12. Juli 1789 die Revolution ihren Ausgang. Als die Entlassung des beliebten Finanzministers Necker bekannt wird, formiert sich ein spontaner Demonstrationszug, an dessen Spitze eine Wachsbüste Neckers getragen wird. Man fordert vom König seine sofortige Wiedereinsetzung. Um den drohenden Staatsbankrott zu verhindern, wollte er die Steuerlasten gleich verteilen. Auch der Adel soll zahlen. Damit macht sich Necker zum Gegner des Hofes in Versailles und zum Liebling des Volkes in Paris. Von einem der Kaffeehaustische hält der Journalist Camille Desmoulins eine zündende Rede. Bürger, man hat Necker davongejagt. Kann man euch frecher trotzen? Nach diesem Streich werden sie alles wagen. Noch für heute planen sie eine Bartholomäusnacht für die Patrioten. Bürger, zu den Waffen! Nur wenige Schritte vom Palais Royal entfernt sind die Tuilerien, die königlichen Gärten. Ein beliebter Ort für Spaziergänger. Dorthin zieht am Sonntag, dem 12. Juli, der Demonstrationszug für Necker und verlangt seine Rückkehr ins Amt. Doch ein Regiment des Königs treibt die protestierenden Bürger gewaltsam auseinander. Ein Augenzeuge berichtet: An der Spitze ritt der Fürst Lambesque. Er säbelte einen waffenlosen Mann nieder, ritt über Frauen und Kinder hinweg. Wut flammte auf. Nun gab es in Paris nur noch einen Schrei: Bürger, zu den Waffen! Während das Volk von Paris des Nachts auf den Straßen ist, tagen im Ballhaus von Versailles die Abgeordneten der Nationalversammlung. Ihre Forderung: In Zukunft soll das Gesetz die höchste Macht im Staate sein und nicht mehr ein Monarch von Gottes Gnaden. Ein Affront gegen Ludwig XVI. Er droht, die Nationalversammlung auseinanderzujagen und die Mitglieder zu verhaften. Doch die Deputierten lassen sich vom König nicht mehr einschüchtern. Sie haben geschworen, sich überall zu versammeln und nicht eher auseinanderzugehen, bis eine Verfassung ausgearbeitet ist. In diesem Saal hier leisteten die Abgeordneten der Stände den Ballhausspur. Er gilt als Geburtsstunde der Freiheit der französischen Nation. Welche Ziele verfolgten die Abgeordneten? Sie wollten den Absolutismus, die unbeschränkte Herrschaft des Königs beseitigen und stattdessen eine konstitutionelle, eine gemäßigte Monarchie schaffen. Damit fordern sie den Umsturz der alten Ordnung. Die Befreiung der Gesellschaft von den Ketten des Feudalismus. Revolution de la prospérité ou Revolution de la misère? Les deux. Wer machte die Revolution? Das reiche Bürgertum oder das hungernde Volk? Beide. Die Revolution ereignet sich am Ende eines glorreichen Jahrhunderts, in dem das Bürgertum zu einer starken Macht im Staat wurde. Doch seit 1770 zeichnet sich ein Rückgang der Konjunktur ab. Die Preise stagnieren. Aber nicht das löst die Krise aus, sondern die Witterungsbedingungen ein Jahr vor dem Ausbruch der Revolution. Furchtbare Hagelstürme vernichten die Ernten und lassen die Getreidepreise in die Höhe schnellen. Die Felder waren verwüstet. Nach der Missernte blieb den Bauern kaum noch Saatgut für das Jahr 1789. Das Volk fürchtet eine Hungersnot. Viele Familien von Landleuten strömten nach Paris. Sie flehten ihre reicheren Mitbrüder um Brot an. Es war ein herzerschütternder Anblick. Der Ruf des Volkes nach Brot verband sich mit dem Zorn über das willkürliche Zollsystem des Königs. Ludwig XVI. Hatte ganz Paris mit einer hohen Mauer umgeben lassen. Nur an Zollstationen kam man in die Stadt. Dort erhoben Steuerpächter Zölle auf alle Waren. Für den König eine glänzende Einnahmequelle.
Die Empörung entlädt sich in der Nacht vor dem 14. Juli. Bauern und Händler stecken die Zollstationen in Brand. Der König wird das wohl kaum ungestraft lassen. In der Nacht waren alle Patrioten auf den Beinen. Überall sammelten sich Menschen. Auf allen Straßen, an allen Ecken brannten Feuer. Es war ein unglaubliches Durcheinander. Wir warfen Tische, Stühle, Fässer, Pflastersteine, Wagen, alles. Alles, was wir kriegen konnten, auf die Straßen, um sie zu verbarrikadieren. Denn sollten die Truppen des Königs kommen, so sollten sie uns nicht einfach niedermetzeln können. Durch den Aufruhr in Paris ist die uneingeschränkte Herrschaft Ludwigs des 16. bedroht. Dem König sei sein Schwert aus der Hand geglitten, heißt es am Hofe. Ludwig der 16. war aber nicht der schwache König, als der er gerne dargestellt wird. Schon im Juni entschließt er sich, die Situation wieder selbst in die Hand zu nehmen. Er unterzeichnet einige äußerst wichtige Verordnungen, mit denen er mehrere Regimenter in Marsch setzt. Er zieht 30.000 Soldaten um die Hauptstadt zusammen. Der König und sein Generalstabschef, der Marschall Dubreuil, sind sicher, dass sie auf die Treue der Truppen zählen können. Am 14. Juli wird das Hôtel de Ville, das Rathaus, zum politischen Zentrum der Bürgerschaft. Sie hat den Bürgermeister bereits am Vortag abgesetzt und eine neue provisorische Stadtregierung gebildet, das Comité Permanent. Es ist vom Volk legitimiert, nicht vom König. Das Volkskomitee organisiert den Aufruhr, stellt die Bürgerwehr auf und sorgt für die Verteilung von Waffen und Pulver. Wie ein Lauffeuer hatte sich in der Nacht die Nachricht verbreitet, dass im Rathaus Schießpulver gelagert sei. Alle strömten dorthin. Jeder wollte einen Teil ergattern. Denn ohne Pulver waren unsere Waffen nutzlos. Das reicht euch. Das Volkskomitee hatte eine ganze Schiffsladung Fässer bei einem Händler beschlagnahmen lassen. Aber dann stellte sich heraus, es war immer noch viel zu wenig Pulver für uns alle. Das Pulver ist alle, der Rest ist in der Bastille. Die Armee hat es vor euch in Sicherheit gebracht. Sie fürchtet die Bürgerwehr. Bürger, auf diesen Verrat gibt es nur eine Antwort. Auf zur Bastille! Bravo! Los, wir gehen! Auf zur Bastille! Der Ruf wird zur zündenden Parole des Tages. Seit dem 17. Jahrhundert nutzten die Könige von Frankreich die Bastionen der mittelalterlichen Stadtbefestigung als Gefängnis. Gleich beim ersten Anblick macht die Bastille einen gewaltigen Eindruck. Darin schmachten oft lebenslänglich alle, die etwas wider den König oder die höchste Regierung gesagt haben. Wasser und Brot ist ihre Nahrung. Viele verfaulen bei lebendigem Leibe. Am 14. Juli wird das berüchtigte Staatsgefängnis zum Brennpunkt des Geschehens. Im Laufe des 17. Jahrhunderts waren in der Bastille vor allen Dingen adlige Rebellen untergebracht worden, auch Protestanten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts erschien Frankreich vielmehr gefährdet durch Aufklärer und ihre Produkte, nämlich die Bücher. Und darum ist es kein Wunder, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr Schriftsteller und ihre Bücher in die Bastille eingeliefert werden. Und diese Schriftsteller mussten sich ihren Platz auf dem Markt erkämpfen. Und das ist der Grund dafür, warum sie zum Teil groteske Geschichten erfunden haben über ihren Aufenthalt in der Bastille, ihre Quälereien, ihre Hoffnungslosigkeit. Und diese Geschichten wurden in Frankreich und in Europa mit großem Erfolg verkauft. Und dieses ist der Grund dafür, warum die Bastille in der Tat zu einem Symbol für den Despotismus in Frankreich, aber auch in ganz Europa wird. Nur 2 Kilometer vom Rathaus entfernt lag die Bastille. Die Armee hatte 350 Fässer Pulver dorthin bringen lassen, um sie dem Zugriff der Bürgerwehr zu entziehen. Zudem standen auf den Zinnen mehr als ein Dutzend Geschütze, ausgerichtet auf den Vorort Saint-Antoine. Dort befürchtete man, der Kommandant der Bastille könne das Viertel in ein Trümmerfeld verwandeln. Als wir im Morgengrauen mit einer Delegation an der Bastille ankamen, hatte sich bereits eine aufgebrachte Menge versammelt. Sie forderte die Herausgabe der Pulverfässer an die Bürgerwehr.
Wir aber mussten erst einmal dafür sorgen, dass die Kanonen auf der Bastille zurückgezogen wurden. Die Delegierten werden zum Gouverneur de Launay vorgelassen. Er befehligt 82 Soldaten und eine Verstärkung von 32 Schweizer Gardisten. So kann er aus einer Position der Stärke verhandeln. Er stellt sogar Unteroffiziere als Geiseln, um dem Volk vor der Bastille die unversehrte Rückkehr der Delegierten zu garantieren. Im Namen der Nation bitten wir Sie, Herr Gouverneur, die Kanonen zu demontieren. Ganz Paris ist in Unruhe und Aufruhr. Das Volk fühlt sich bedroht. Ich flehe Sie an, Herr Gouverneur. Bedenken Sie, ob Sie wirklich Krieg gegen die Nation führen wollen. Was denken Sie von mir, meine Herren? Natürlich will ich das nicht. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Aber ohne den Befehl des Königs kann ich die Kanonen nicht entfernen lassen. Ich lasse sie umdrehen. Wirklich? Dann bitte ich Sie um Ihr Ehrenwort als Marquis. Na schön. Wenn es das Volk beruhigt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Marquis de Launay. Allerdings nur unter einer Bedingung, dass die Bürger unsere Brücken und Tore nicht angreifen. Solange Sie Frieden halten, werden wir von unseren Waffen keinen Gebrauch machen. Meine Herren. Danke, Marquis. Danke. De Launays Rückhalt sind die Schweizer Gardisten. Seit dem 7. Juli waren die Elitesoldaten zur Verstärkung in der Bastille. Befehligt werden sie vom Schweizer Offizier Ludwig von Flüe. Er gibt tatsächlich dem Pöbel nach. Nicht nur an der Bastille, auch vor dem Rathaus sammeln sich am Morgen des 14. Juli immer mehr aufgebrachte Bürger. Aber noch denkt niemand an die Erstürmung der Bastille. Als die Delegierten von der Bastille zurückkehrten, um der Stadtregierung Bericht zu erstatten, wartete vor dem Rathaus bereits ungeduldig eine Menschenmenge auf sie. Alle waren gespannt, ob ihre Verhandlungen erfolgreich waren. Für uns hing so viel vom Einlenken des Gouverneurs ab. Innerhalb der Stadt drohten uns die Kanonen der Bastille. Außerhalb der Stadt standen die Truppen des Königs zum Kampf gegen uns bereit. Ich bitte um Ruhe, Bürger. Wir haben das Ehrenwort des Gouverneurs. Der Gouverneur wird... Das waren die Kanonen des Königs! Woher kam der Donnerschlag? Waren es die Kanonen des Königs? Doch dann wurde uns klar, die Bastille. Das ist parat! Auf zur Bastille! Ja! Certains prétendirent le matin du 14 juillet avoir entendu une forte explosion. Manche meinten, am Morgen des 14. Juli eine starke Explosion gehört zu haben. Seit dem Vortag lebten die Pariser in Angst und Schrecken. Morgens wurden sie von Sturmglocken geweckt und mit Trommeln und Kanonenschüssen alarmiert. Angst gehörte von nun an zum Alltag. Eine Angst, die zwei Gesichter hat. Sie ist verhängnisvoll und zerstörerisch, weil man seine Gegner um jeden Preis töten will. Sie kann aber auch positiv wirken, als Antrieb zu mutigem Handeln. Marchons à la Bastille! Auf zur Bastille! Mit dem Donnerschlag, man weiß bis heute nicht, woher er kam, beginnt der Sturm auf die Bastille. Aus der ganzen Stadt kommen Menschen gelaufen, um zu erfahren, was passiert ist. Am Ende der Passage versperrt ein Tor den anstürmenden Massen den Weg. Ein Handwerker klettert hinüber und öffnet es von innen. Doch dann stoppt ein Graben vor der Zugbrücke endgültig den Vormarsch. Die Belagerung beginnt. Tausende erregte Bürger, bewaffnet mit Piken, Messern, Beilen und Gewehren, belagerten spontan die Festung. Es war ein einziges Chaos. Niemand hörte auf die Warnung der Soldaten. Wir sollten stehen bleiben, sie müssten auf uns schießen. Alle stürmten auf das Tor zu. Gouverneur de Launay ist in einem Dilemma. Er will keinen Krieg gegen das Volk von Paris.
Doch mit dem Ansturm auf das Tor sieht er den Punkt überschritten, bis zu dem sein Versprechen gilt, nicht anzugreifen. Er kann nicht zulassen, dass das Volk die Übergabe seiner Bastion fordert. Delaunay ist ein Mann ohne jede militärische Erfahrung. Die Schweizer Garde misstraut seinen Fähigkeiten als Kommandant der Festung. Zu schnell ändert er seine Entscheidungen. Und doch liegt alles in seiner Hand. Ihre Befehle? Delaunay ist völlig überfordert und gibt einen verhängnisvollen Befehl. Schießen Sie. Was nun geschah, änderte alles. Die Schweizer Garde eröffnete gnadenlos das Feuer auf uns. Gegen ihre Schüsse aus den sicheren Mauern der Festung waren wir wehrlos. Wer konnte, brachte sich im Gouverneurshof in Sicherheit. Delaunay hat nun doch den Krieg gegen das Volk eröffnet. Im Kugelhagel bleiben mehr als 80 Belagerer tot vor der Bastille liegen. Noch mehr werden lebensgefährlich verletzt. Als das Feuer eingestellt wird, schickt die provisorische Stadtregierung einen Parlamentär ans Tor. Das Volkskomitee beansprucht den militärischen Oberbefehl für Paris. Dem soll sich auch die Bastille unterstellen. Monsieur Delaunay, im Namen des Stadtparlaments. Die Stadtregierung hat die Befehlsgewalt über alle Streitkräfte übernommen. Öffnen Sie das Tor für die Bürgerwehr. Fügen Sie sich dem Willen der Bürgerschaft. Niemals! Verschwindet! Ich unterstehe dem Befehl des Königs und sonst niemandem! Bis heute ist ungeklärt. Gab Delaunay den Befehl, das Feuer erneut zu eröffnen? Oder war es nur ein Missverständnis? Tatsache ist, die weiße Fahne wurde missachtet. Erneut wurde geschossen. Die Bastille muss in unserer Hand, aber Delaunay widersetzt sich dem Volk. Ohne Verstärkung haben wir keine Chance. Also lasst uns zum Rathaus gehen. Zum Rathaus! Los! En tout. Paris war von einem ganzen Heer eingeschlossen, alles in allem 30.000 Soldaten. Deshalb wuchs die Beunruhigung der Pariser ständig. Auf ihrer Seite standen 3.500 Soldaten der Nationalgarde. Sie hatten sich schon Ende Juni geweigert, die Proteste der Bevölkerung gewaltsam zu unterdrücken. Und nicht nur das, sie protestierten sogar mit dem Volk. Von diesem Zeitpunkt an gab es auch in der Armee Regimenter, auf deren Treue sich der König nicht mehr verlassen konnte. Auch der ehemalige Offizier Eulin ist dem König nicht mehr treu. Er beschwört einen Teil der Nationalgardisten, die Fronten zu wechseln. Meine Brüder, seid ihr Bürger? Ihr seid mutige französische Bürger. Habt ihr die Kanonen gehört? Sie bringen die Bürger von Paris und eure Kameraden um. Das sind eure Brüder, die dort sterben. Ja. Sie schlachten unsere Väter, unsere Frauen, unsere Kinder ab wie die Schafe. Das ist recht. Ja, ja. Natürlich. Ja. Ihr lasst euch niedermetzeln, obwohl ihr stark genug wäret, die Verräter zu bestrafen. Es liegt auf der Hand. Ohne die Hilfe der Streitkräfte war die Bastille nicht zu erstürmen. Erst die Allianz zwischen dem Volk und der Armee macht aus der Belagerung der Bastille einen wirklichen Sieg für das Volk von Paris. Am späten Mittag hatten auch wir endlich Kanonen. Eulin und seine Garde waren unsere Rettung, als wir schon aufgeben wollten. Nun gab es nur noch einen Ruf: Stürmt die Bastille!
Doch heftiger Qualm machte das Aufstellen der Kanonen unmöglich. Ein Karren mit brennendem Stroh stand vor dem Tor, um den Soldaten der Bastille die Sicht zu nehmen. Aber der Unterleutnant Elie bewies seinen tollkühnen Mut. Um den Wagen aus dem Weg zu ziehen, rannte er ohne zu zögern los. Mitten in das Schussfeld. War jeder sein eigener Befehlshaber. Jeder folgte nur seinem eigenen Kopf. Auch Bürger, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten, wurden zu Helden. An die 1000 Handwerker und Arbeiter hatten ohne Anführer eine aussichtslose Belagerung begonnen. Mit dem Eintreffen Hulins ändert sich die Lage. Das begreift auch Delaunay. Als er die Kanonen sieht, bricht er innerlich zusammen. Er ist schließlich Leiter eines Staatsgefängnisses und kein kriegserprobter Offizier. Niemand hat ihn darauf vorbereitet, die Bastille gegen einen Artillerieangriff des Volkes zu verteidigen. Auch Flühe erkennt, dass in vorderster Front die Nationalgarde steht. Jetzt haben sie es mit gut ausgebildeten Soldaten zu tun. Flühe weiß, der Gouverneur ist nicht der Mann, der dieser Situation gewachsen ist. Delaunay sieht nur noch einen Ausweg. Wir haben 20 Zentner Pulver. Wir werden die Festung und das ganze Viertel in die Luft sprengen, wenn ihr die Kapitulation nicht annehmt. Wollen Sie etwa kapitulieren? Die Bastille aufgeben? Wir haben doch alles unter Kontrolle. Wir müssen die Bastille auf jeden Fall halten. Das sind wir dem König schuldig. Wir haben Waffen, Pulver und Kanonen. Wenn Sie kapitulieren, wird der König Sie aufs Schafott bringen. Es ist Ihre Pflicht zu kämpfen, Ihre Pflicht als Gouverneur. Ich habe keine Wahl. Ich kann doch keinen Krieg gegen die Stadt führen. Es ist ausweglos. Jetzt haben Sie auch noch Kanonen. Sie werden die Tore einschießen und uns alle umbringen. Ich kann doch keinen Krieg gegen die Bürger von Paris führen. Es sind französische Bürger. Sie haben den Tod nicht verdient. Ich habe keine Wahl. Überbringen Sie die Kapitulation. Macht die Tore auf! Im Namen der Stadtregierung! Flühe, der Offizier der Schweizer Garde, hat für die Skrupel und Ängste des Gouverneurs kein Verständnis. Aber er muss seinem Befehl Folge leisten. Obwohl er an der Kompetenz seines Kommandanten zweifelt. Für Flühe ist die Verteidigung der Bastille eine Frage der Ehre und der Treue zum König. Trotzdem lässt er die Kapitulation durch das Tor hinausreichen. Seid mal ruhig! Wartet doch mal! Ich glaube, Sie wollen uns etwas mitteilen! Legt es hin. Wer geht freiwillig? Ich gehe. Gut. Einer von uns wagte sich auf das schmale Brett. Halt! Flühe hätte sich dem Befehl widersetzen können. Er hätte sich dem König mehr verpflichtet fühlen können als dem überforderten Gouverneur. Er hätte in dieser Situation das Kommando übernehmen können. Das ist Verrat an unserem König. Sie nehmen die Kapitulation nicht an. Ihr
Jetzt musste Delaunay seine Drohung wahrmachen, die Bastille und das angrenzende Viertel in die Luft zu sprengen und damit den Tod tausender Menschen in Kauf nehmen. Hätten sich am Nachmittag des 14. Juli die Geschehnisse so ereignet, die Geschichte Frankreichs, vielleicht Europas, hätte einen anderen Verlauf genommen. Doch Flüe fügte sich dem Willen des Gouverneurs. Es wurde eine Botschaft herausgereicht. Wollten sich die Soldaten auf unsere Seite schlagen? Wollten sie uns warnen? Ohne der Menge mitzuteilen, was auf dem Zettel stand, stimmte Elie eigenmächtig zu. Was denn? Was steht denn auf dem Zettel? Beim Ehrenwort eines Offiziers der Bürgergarde! Wir nehmen die Kapitulation an! Lasst die Brücke runter! Es wird euch nichts passieren! Sie kapitulieren! Sie kapitulieren! Ja! Den Befehl Delaunays abzuwarten, ließen die Festungssoldaten die Zugbrücke herunter. Nun gab es kein Halten mehr. Rufe nach Rache wurden laut. Zu viele Tote hatte es gegeben. Doch nicht alle hatten gehört, dass Elie freien Abzug zugesichert hatte. Der ganze Zorn des Volkes entlud sich auf die Soldaten. Niemand von ihnen wehrte sich. Kampflos legten sie ihre Gewehre nieder. An die Wand mit euch! Na los, macht schon! Na los! Geh schon! Geh! Hier ist noch einer! Was? Los, darüber! Der Wut des Volkes entgingen die Schweizer Gardisten. Da sie ihre Uniformen gewendet hatten, hielten wir sie für Häftlinge. Delaunay verlässt sich auf das Ehrenwort Elies. Er rechnet mit freiem Geleit. Doch die stürmende Menge denkt nicht daran. Sie verlangt vom Gouverneur die Herausgabe der Gefangenen. Die Menge macht sich auf die Suche nach den Häftlingen, die sie in den finsteren Verliesen der Bastille vermutet. Stattdessen findet sie lichte Turmzimmer, eine gut bestückte Bibliothek und ein Billardzimmer für die Gefangenen. Die berüchtigten Kerker in den Kellern, die auf vielen schaurigen Bildern angeprangert wurden, findet man jedenfalls nicht. Und auch nicht die Gefangenen des Königs, die man an eiserne Ketten geschmiedet glaubte. In ihrem Zorn plündern die Eroberer die Räume des Gouverneurs und werfen die Gefängnisakten aus den Fenstern. Nach der Eroberung der Bastille versuchten die Sieger, sich von der Bastille zu befreien. Sie taten das, indem sie die Akten der Bastille aus dem Archiv in die Gräben geworfen haben. Und das ist der Grund dafür, dass diese Akten heute etwas ramponiert aussehen und für den Historiker schwerer zu benutzen sind. Im 18. Jahrhundert war die Bastille eigentlich ein sehr angenehmes Gefängnis geworden. Einer der Gefangenen berichtet, dass das Zimmer gut war, die Verpflegung gut war und er genug Papier und Tinte hatte, um schreiben zu können. Und dies ist ein Beweis dafür, dass die Bastille eigentlich unnötig geworden war. Man wollte sie sogar abreißen, man brauchte sie eigentlich gar nicht mehr. Und die 7 Gefangenen, die man am Abend des 14. Juli doch noch befreien konnte, waren keine vorzeigbaren Gefangenen. Es waren Wechselfälscher, Betrüger, Geisteskranke und ein Sexualverbrecher. Und dies ist der Hinweis darauf noch einmal, dass die Bastille in der Tat unnötig geworden war. Eine empörte Menge trieb den Gouverneur durch die Straßen von Paris. Sie wollten ihn lynchen. Er hatte blindwütig in die Menge vor der Bastille schießen lassen. 98 von uns hatte er auf dem Gewissen. Das Monster Delaunay wurde er später genannt. Er sollte seine gerechte Strafe kriegen, doch was dann geschah, ging zu weit. Das war gegen unser Ehrenwort. Mein Gott,
Ein Metzger schnitt ihm den Kopf ab. Was war das für eine grausame Siegestrophäe? Das Volk nimmt Rache. Im Triumph wird der Kopf Delaunays zum Rathaus getragen. Was völlig neu ist, ist das makabre und politische Ritual, Köpfe auf Piken zu spießen. Das ist ein radikaler Bruch im politischen Prozess. Von nun an wurde die Revolution, die zunächst von der Hoffnung auf einen Neubeginn getragen wurde, mit der Gewalt konfrontiert. Mit einer Gewalt, die sich nicht mehr kanalisieren ließ und die zu einem grundlegenden Zug dieser Revolution wurde. Revolutionstribunale bildeten sich. Die Conciergerie, das Gefängnis an der Seine, wurde zum Sammelort für politische Gefangene der Revolution. Adlige und Bischöfe, ehemalige Minister, Generäle, Wissenschaftler. Jeder, der wegen seiner Herkunft oder politischen Einstellung verdächtig erschien, wurde hierhin gebracht. Auch Königin Marie Antoinette verbrachte hier die letzten Tage vor ihrer Hinrichtung. Für das Fallbeil der Guillotine schnitt man allen Verurteilten die Haare aus dem Nacken. Seien wir schrecklich, damit das Volk es nicht zu sein braucht, proklamierte Danton. Niemand mehr konnte vor einem Todesurteil sicher sein. Es folgten Schauprozesse. Die Erfindung der Guillotine machte die Massenhinrichtungen der Revolution erst möglich. Viele der Guillotinierten liegen in den Katakomben von Paris. Von September 1793 bis August 1794 wurden mehr als 16.000 Menschen hingerichtet. Terreur, Schreckensherrschaft nennt man diese Zeit. Die Revolution frisst ihre Kinder. Diskreditierte die Gewalt die Revolution? War die Gewalt den Umständen geschuldet? Heute sehen Historiker es so. Der Terror ist nicht zu rechtfertigen. Aber ohne Gewalt war das Ancien Regime nicht zu überwinden, waren die erkämpften Freiheiten nicht durchzusetzen. La Bastille est prise et les portes sont ouvertes. Die Bastille ist genommen, die Tore sind geöffnet. Ein Freudentaumel erfasste die Menschen. In nur 24 Stunden hatte das Volk von Paris seine Freiheit mit der Waffe in der Hand selbst erobert. Nicht aus Edelmut, sondern aus Angst. Noch am selben Abend trommelt ein geschäftstüchtiger Bauunternehmer seine Arbeiter zusammen und beginnt mit dem Abbruch der Bastille. Beim Sturm auf die Bastille war kein Danton, Robespierre oder Mirabeau dabei. Es war ein kollektives Ereignis. Das Volk selbst, die Nation, brachte sie zu Fall. Die Eroberung der Bastille geht in die Geschichte ein als Bruch zwischen alter Herrschaft, dem Ancien Regime und dem neuen Zeitalter der Freiheit. Der Sturm auf die Bastille gehört zu den wichtigsten Ereignissen der Französischen Revolution. An den einstigen Schauplatz der Weltgeschichte erinnern heute noch die Umrisse der Festung auf dem Straßenpflaster und der Name Place de la Bastille. Aus den Steinen wurden patriotische Reliquien und jedes Departement erhielt eine Bastille en Miniature mit der Inschrift Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ludwig XVI. Ist zwar darüber informiert, was sich in den letzten 24 Stunden in Paris abgespielt hat. Dennoch schreibt er am 14. Juli nur ärgerlich rien, nichts geschossen in sein Jagdtagebuch. Versailles schläft. Nur der Kammerherr des Königs, der Herzog La Rochefoucauld-Liancourt, fragt sich, darf er seinen Herrn wecken? Er muss, denn dieser Tag hat alles verändert. Sire,
Die Situation ist ernster, als wir dachten. Die Nationalgarde hat sich mit dem Volk verbündet. Die Bastille ist gefallen. Das ist ja eine Revolte! Nein, Sire. Das ist eine Revolution. Im Ballhaus von Versailles tagen die Deputierten der Nationalversammlung auch am 14. Juli bis in die späten Stunden. Längst haben sie von den Ereignissen in Paris gehört. Dann überbringt La Rochefoucauld-Liancourt die Nachricht, dass der König am nächsten Tag vor der Nationalversammlung erscheinen wird. Die Abgeordneten sind voller Hoffnung. Auch die königlichen Truppen weigern sich nun, gewaltsam gegen die Deputierten vorzugehen. Die Abgeordneten wissen, der König muss kapitulieren und sich in sein Schicksal fügen. Gelassen können sie den nächsten Tag erwarten, an dem Ludwig XVI. Die Nationalversammlung als Vertretung der Nation anerkennt. Im Nationalarchiv von Frankreich werden die Heiligtümer der Nation aufbewahrt. In einem Tresor, mehrfach gesichert durch Codes und geschützt hinter dicken Türen, liegt das Erbe der Französischen Revolution. So auch das Original der Menschenrechtserklärung. Alle sind frei und gleich geboren. So beginnt die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Die Franzosen sind keine Untertanen mehr, sondern Bürger, die ihr Schicksal selbst bestimmen. Es ist die Geburt der Demokratie in Frankreich. Von Paris aus treten die neuen Grundsätze der Freiheit und Gleichheit ihren Siegeszug in ganz Europa an. Als universelle Prinzipien sind sie heute nicht mehr wegzudenken. Am 17. Juli fährt der König nach Paris. War es nicht klüger, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen, als gegen sie? Er wird mit Hochrufen empfangen. In einem symbolträchtigen Akt soll er die Bürgerwehr und das Volkskomitee als neue Stadtregierung anerkennen. Vor dem Rathaus überreicht der neue Bürgermeister Bailly dem König die blau-rote Kokarde des Volkes. Ludwig XVI. Heftet sie zur weißen Kokarde der Monarchie. Es ist die Geburtsstunde der Trikolore. Erst 100 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille wird der 14. Juli zum Nationalfeiertag. Bis dahin war die Nation gespalten, wenn es um die Bewertung der Revolution ging. Heute ist die Nation stolz auf ihre Vergangenheit. Delaunay wurde das erste Opfer auf Seiten des Ancien Regime, obwohl er den Krieg gegen das Volk nicht gewollt hatte. Ich werde meinen Klerus und Adel nicht im Stich lassen, hatte Ludwig XVI. Gesagt. Das kostete ihn den Kopf. Hulin, der mit seiner Garde alles gewendet hatte, wurde zum Volkshelden. Und ich? Ich würde es nicht glauben, hätte ich es nicht selbst miterlebt. Am 14. Juli 1789 ereignete sich die größte Revolution der Geschichte. Als einzige Frau erhielt ich eine Auszeichnung als Siegerin der Bastille. Per Erfahrung ist Delaunay der Situation nicht gewachsen. Schießen Sie. Schweizer Gardisten verstärken die Besatzung der Bastille. Unter der Führung des königstreuen Offiziers Ludwig von Flüe. Am 14. Juli wird der Krieg gegen das Volk von Paris eröffnet. Im Kugelhagel bleiben 98 Tote liegen. Trotzdem geben die Belagerer nicht auf. Peter, lasst uns rein! Das ist ja eine Revolte! Ludwig XVI. Begreift zu spät, dass dieser Tag das Ende der Monarchie einleiten wird. Das Volk fordert Freiheit. Der Sturm auf die Bastille wird die Welt verändern. Alles steht auf Messerschneide. Delaunay droht, die Bastille in die Luft zu sprengen. Der 14. Juli wird als Beginn der Französischen Revolution in die Geschichte eingehen. Beim Sturm auf die Bastille war eine Parole sein.
In den Tagen vor dem 14. Juli 1789 steigt die Unruhe unter der Pariser Bevölkerung. Besonders im Palais Royal, dem Zentrum der politischen Agitation, sind die Gemüter sehr erregt. Die Leute versammeln sich dort, vor allem in den Cafés, wo man die Zeitungen liest und die Neuigkeiten kommentiert. Die Polizei hat keinen Zutritt, da das Palais Royal ein Privatgelände ist. Die Nachricht von der Entlassung des Finanzministers Necker schlägt dort wie eine Bombe ein. La nouvelle du renvoi de Necker va être comme une sorte de bombe. Das Palais Royal. Hier nimmt am 12. Juli 1789 die Revolution ihren Ausgang. Als die Entlassung des beliebten Finanzministers Necker bekannt wird, formiert sich ein spontaner Demonstrationszug, an dessen Spitze eine Wachsbüste Neckers getragen wird. Man fordert vom König seine sofortige Wiedereinsetzung. 1000 Mann waren bereit, Paris mit ihrem Leben zu verteidigen. Aber wir hatten nicht genug Gewehre. Jeder war aufgefordert, seine Waffen der Bürgerwehr zur Verfügung zu stellen. Doch nicht alle folgten diesem Aufruf. Unsere selbsternannte Stadtregierung, das Volkskomitee, hatte uns beauftragt, notfalls Waffen zu konfiszieren. Volk in die Waffenläden eindrang, so ein Beobachter, hatte es den Rubikon überschritten. Sieg oder Galgen musste jetzt sein. Alles stand auf Messers Schneide. Nichts blieb, wie es war. Mutige Taten, fatale Irrtümer und geniale Entscheidungen änderten den Lauf der Weltgeschichte. An einem einzigen Tag, dem Tag X. Bürger, holt euch das Pulver und dann marschieren wir gemeinsam zur Bastille. Los, wir gehen! Am 14. Juli 1789 wird die Bastille, das Gefängnis des Königs, zum Brennpunkt der Weltgeschichte. Das Volk von Paris fordert die Übergabe des verhassten Kerkers, das Symbol der Despotie. An diesem Tag liegt alles in den Händen eines Mannes. Ihre Befehle? Soll Delaunay, der Kommandant der Bastille, die Tore öffnen oder die Festung um jeden Preis halten? Als Mann ohne militärische Sie dabei. Marie Charpentier erzählt nach Augenzeugenberichten von dem Tag, an dem ein neues Zeitalter begann. Im Tableau des Vainqueurs, der Liste der Sieger der Bastille, wurde sie als einzige Frau unter 954 Männern für ihre Tapferkeit am 14. Juli geehrt. Die Wäscherin Marie Charpentier. Schon seit Tagen war Paris in Aufruhr. Die Stimmung gärte. Auch in dieser Nacht kam die Stadt nicht zur Ruhe. Tausende waren auf den Beinen. Ganz Paris stand in diesen Tagen hinter der Nationalversammlung. Sie forderte die Beteiligung des Volkes an der Macht. Wir hatten eine Bürgerwehr gebildet. Denn der König drohte mit dem Einmarsch seiner Truppen. Er wollte uns mit Blut und Tod wieder zu Sklaven machen. 13.